Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Nikon. Mein Name ist Marian und du bist der? Vincent. Wir sind heute hier beim Geigenbaumeister Daniel Kress in Köln. Was machen wir hier? Wir stehen in seinem Atelier, was erstmal schon mal super, super cool aussieht, werden wir euch gleich zeigen. Die Idee ist, dass wir verstehen uns super gut und du machst primär Film in deinem Schaffen, ich mache primär Foto, aber das ist ja eine Entwicklung, die bei beiden also immer weiter zusammenschmilzt. Wir haben jetzt die Z9 dabei, die halt eben gerade das kann, so als ein Powerhouse alles zusammen machen. Und die Idee, die wir jetzt hatten, ist, wir finden das super spannend, was der Daniel hier macht. Und wir würden einfach gerne ein bisschen Foto und ein bisschen Film machen mit der Kamera und sie anschauen, umschauen, was hier passiert und schönes Material sammeln und euch daran teilhaben lassen. Einfach Spaß am Fotografieren und Filmen. Genau, wir hoffen, wir inspirieren uns gegenseitig. Wir gucken mal, was funktioniert gut im Foto, wie setzt man das dann im Video um und andersherum natürlich. Und Ziel ist so ein bisschen ein Porträt über die Werkstatt und über Daniel zu drehen und dass man einen Output hat, den man am Ende vielleicht auch für Webseiten, Social Media, yeah, und so weiter verwenden könnte. Also einfach was schön die Werkstatt widerspiegelt und gut aussieht. Treffen wir mal Daniel, oder? Ja. Daniel, voll cool, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Vielleicht mal ein paar Worte zu dir und zu der Werkstatt. Ich habe sicherlich so ganz klein am Wohnzimmertisch angefangen, in einer kleinen Wohnung. Und ich glaube, ich war immer sehr fleißig. Und dann habe ich jetzt eine Werkstatt in der Größe, 180 Quadratmeter, mehrere Mitarbeiter. Und habe mir einen guten Namen gemacht als Restaurator von Streichinstrumenten. Das ist ja keine Umgebung, die man gewöhnt ist, ne? Aber durchs Filmen, durchs Fotografieren kommt man ja jetzt irgendwie auf einmal in so eine Werkstatt. Und dann geht direkt der Kopf an und sucht die Bilder. Und das ist jetzt das, was wir so ein bisschen machen, einfach uns darauf vorzubereiten. Wo fällt Licht ein? Wo ist was hier in der Werkstatt? Vielleicht zum Vereinfachen, so ein ganz interessanter Ansatz dabei ist, sich vorzustellen, dass dieses Zimmer komplett leer ist. Wie fällt das Licht hier allgemein in diesen Raum, als ob dieser Raum ein Studio ist? In dem Moment, wo du kein direktes Sonnenlicht drin hast, hast du ein sehr schönes, flächiges, weiches Licht, was relativ kontrastarm ist. Also es ist im Prinzip perfekt, um charmante Details abzulichten. Insbesondere die Instrumente hier, die haben ja alle irgendeine Form von Klarlack drauf, ne? Die Lackoberfläche, die sorgt halt dafür, wenn ich da oben jetzt eine Geige sehe, dann sehe ich ja einerseits die Geige mit ihrem Körper selbst, aber andererseits sehe ich halt auch diese flächige Einspiegelung in der Geige. Und dann ist es halt immer, man hat hier im Prinzip ein riesengroßes Studiolicht, mit dem man selber rumspielen kann. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Wir haben das von mehreren Seiten. Aktuell haben wir es noch so. Ich würde einmal schauen. Und man kann da ja einfach so eine App nehmen. Naja, vielleicht so ab 16 Uhr rum oder sowas, wenn wir Glück haben, scheint hier womöglich auch quer ein bisschen die Sonne rein. Einmal das Tageslicht ist super interessant, aber auch das Licht, was der Raum schon hergibt, was schon Werkstattlicht ist, ne? Also mal als Beispiel so eine Lampe. Diese Lampen sind ja da, damit gut gearbeitet werden kann. Das heißt, die beleuchten schon Details und Arbeitsschritte. Das heißt, die sind dafür da. Und deswegen sind sie auch super authentisch. Je nachdem, was für eine Tageszeit ist, gibt es natürlich auch einen schönen Spot hier, ne? Also es ist ein ganz anderes Bild, wenn ich das anmache. Und es gibt einen gewissen Fokus. Das heißt, man kann sich als zweiten Schritt oder wie rum auch immer angucken, was gibt es für Licht und wie nutze ich das. Wenn du ein Bild hast, möchtest du das Bild ja immer in irgendeiner Weise auf irgendeinen Punkt lenken. Und da ist Licht natürlich der klassische Weg, das zu tun. Also man kann es auch mit Geometrien, Linien etc. machen. Aber Licht ist, finde ich, eine sehr charmante Art und Weise, das zu tun. Also das Licht, was von durch die Fenster reinkommt, ist sehr bläulich. Das Licht, was die kleinen Propslampen hier machen, ist vergleichsweise gelb, also warm in Relation. Und ich glaube, dieser Farbkontrast, also ein Komplementärkontrast, der schon da ist, ohne dass wir irgendwas tun müssen, der ist super charmant am Ende. Ein gewisser Flair. Und den darf man nicht verfälschen. Das heißt, würde man das jetzt mit totalem weißem Licht ausschließlich filmen, würde ein bisschen Seele verloren gehen. Ja, ne? Wir sind ja hier nicht in der Zahnarztpraxis. Auch beeindruckend, ne? Also als wir reingekommen sind, allein diese Tiefe, die der Raum kriegt, irgendwie durch diese gestaffelten Instrumente, mit diesem Licht, was von vorne kommt, hat direkt eine total coole Atmosphäre, weil man sagt ja so schön, es säuft ab, ne? Das Licht nach hinten, aber hier vorne ist schönes Tageslicht. Ich kann das mal als Beispiel machen, wenn ich jetzt hier näher an Kami komme, sollte ich selber auch heller werden. Und das heißt, der Hintergrund verliert mehr an Helligkeit, je nachdem natürlich, wie man die Kamera einstellt. Und desto weiter ich nach hinten gehe, desto mehr muss man auch sich aufs Licht einstellen. Und der Raum wird dadurch heller, weil man die Kamera auch heller belichtet. Also desto näher man an der Lichtquelle ist, desto mehr verliert sich der Raum natürlich, wenn man das Objekt belichtet, was nah am Licht ist.
Jetzt reden wir schon wieder so viel über Licht. Ja, es ist immer ein Thema. Genau, Bilder sind ja Licht. Unser Ziel heute ist ja kein Tutorial zu machen, keine Anleitung. Wir sind hier, um schöne Fotos und schönes Film zu machen. Und ihr kriegt im Prinzip hautnah mit, was so jetzt gerade in unseren Köpfen abgeht. Ja. Wir folgen keinem Drehbuch, sondern es ist wirklich so, Marian sieht das, redet was darüber, ich sag das, rede was darüber. Ja. Das mag etwas chaotisch wirken, aber so ist halt, wie wir hier gerade uns das live erschließen, weil das machen wir mit euch zusammen. Was diese Kamera so für mich bedeutet hier oder macht hier, ist, durch die reine Fotografie kann ich sie ja hier überhaupt nicht pushen. Also die Kamera kann alles, was ich jemals machen würde wollen. Im Filmbereich, habe ich das Gefühl, schließen die auf dieses gleiche Level, was Foto schon gegeben hat. So, und das finde ich ist so ein großer Meilenstein, dass das A möglich ist und B kombiniert ist in einem Gerät. Genau, und um das auch nochmal auf Video abzurunden, ich kann ja jetzt 10 Bit intern aufnehmen, in ProRes, in einem guten H265. Du brauchst gar keinen externen Monitor. Ich kann, das werde ich auch später noch so auskosten, einfach ganz anders arbeiten. Ich habe keinen Anhang und trotzdem so eine hohe Dynamik und kann straight von der Karte einfach dann meine Videos runterspielen. Und das ist wirklich für mich kompakt, ne? Videografen ist das immer noch klein. So. Wir haben ja heute die 2470 drauf, erstmal. Wir haben ein paar andere Optiken, aber das ist ja ein sehr gutes Reportageobjektiv. Dann werde ich heute viel in 4K, 50 Frames filmen, werde auch mal die 8K ausreizen, die 100 Bilder in 4K, die die Z9 ja kann. Je nach Situation wird das hier auf jeden Fall eine sehr coole Funktion. Ich freue mich. Ich freue mich zu filmen, zu arbeiten. Ja, wird cool. Ja, auf jeden Fall. Wir haben übrigens heute ein 1/8 Promis drauf. Das wollte ich noch sagen, der so ein bisschen so die Highlights ausbrennen lässt. Nicht, dass man sich wundert. Warum haben wir uns dafür entschieden? Was dieser Filter macht, ist, der macht das Bild etwas weicher. Also da kommt dann die Lichter, die brennen so ein bisschen in die dunkleren Bereiche rein. Da macht das Bild alles etwas kontrastärmer und das sorgt für Atmosphäre. Deswegen ein bisschen Promis heute. Genau. Hier beginnt es jetzt. Genau, also jetzt fange ich erstmal an und erstelle so ein kleines Datenblatt. Instrumente, die so in dem Alter sind, also das ist jetzt ein bisschen vor 1900. Da kann es eben passieren, dass die Wölbung sich verändert, wenn ich die Saiten runternehme. Deswegen möchte ich genau wissen, wie das bei voller Saitenspannung alles sich verhält, damit dann in dem zusammengebauten Zustand die Saitenhöhe zum Beispiel oder die schwingende Seitenlänge wieder so ist wie vorher. Geh du einfach mal deine Arbeit nach und Vincent groovt sich jetzt meine so ein bisschen Arbeit ein. Ist meistens Sachen suchen. Die Feinarbeit, die kommt doch dadurch schon ziemlich cool durch, oder? Mir ist das Licht von vorne gerade noch zu flächig. Da ist zu wenig Lichtführung drin. Wir haben uns hier eine 100 cm Octabox mitgenommen. Einfach als so ein allgemeines Licht, mit dem wir schön so ein bisschen hier insbesondere in der Raum mit sowas machen können. Das Licht ist da etwas schöner geführt, das finde ich schon mal. Und eine Sache würde ich noch probieren. Es gibt noch ein ganz klassisches weiteres Instrument, wenn man ein bisschen Atmosphäre auch in den Raum bringen möchte. Zum Beispiel den Bass hier. Und zwar ist das ein bisschen Raumnebel, Haze. Die bringt so ganz feine Partikelchen in den Raum und dadurch bricht sich das Licht, also sowohl das Licht, was durch die Fenster kommt, als auch das Gegenlicht natürlich. Und es mindert die Kontraste. Also das sorgt einfach für ein bisschen mehr Atmosphäre im Raum. Bei so einem Setting hier soll der nicht sichtbar sein, sondern nur fühlbar sein. Man sieht es an der Lampe. Es verändert schon gleich da hinten die Atmosphäre, oder? Ja. Es gibt ja in so einem Moment, finde ich, eine Sache, die man entscheiden muss. Porträtiert man ihn oder das Instrument? Da geht man auf die Details, die Finger oder aufs Gesicht. Mir geht es jetzt gerade um ihn. Und ja. die Konzentration und außerdem, man sieht das Instrument ja so ein bisschen angerissen, ne? Also es ist ja schon eine Verbindung schon auch da. Super, ich danke dir. Sehr cool. Darf ich? Weil Video ja anders ist, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen fortlaufende Bewegung haben. Ne? Also was bei mir eigentlich cool wäre, wenn wir mal durchspielen, dass du wirklich zum Instrument gehst. Mach die ganze Abfolge mal. Ich nehme mir daraus, was ich kriege. Komm einfach erstmal von hinten mit dem Lineal dran und dann gehe ich auch von der Perspektive, dass ich hier durchs Instrument filme. Ich bin ready. Ich finde das immer super, super spannend. In der gleichen Szene anderen Kreativen über die Schulter zu schauen, weil jeder sieht die Szene ja anders.
Versiegelung des Steges, die hole ich mir jetzt praktisch da aufs Griffbrett, also im Grunde so, und kann Unebenheiten auf dem Griffbrett faktisch erkennen. Ne? Das sieht gerade ein super cooles Bild, wenn du noch mal hingehst und da einmal den Steg lang guckst. Von den Seiten quasi auf dein Auge zu gehen. Wo ich das so sehe, würde ich das auch gerne fotografisch einmal umsetzen. Und zwar mit allerdings etwas anderem Licht, wenn ich darf. Ich habe mir jetzt das Licht dahin gestellt, um so ein bisschen so ein Rembrandt-Porträtlicht zu produzieren. Das finde ich, mich wirft ein sehr schönes Licht dann auf sein Gesicht. Da haben wir fast schon ein Porträt hier über diese Seiten hier hinweg. Hat sich meine Idee genommen und besser gemacht. Wir spielen das auch noch mal durch. Das ist ja das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Also wenn man zu zweit hier unterwegs ist, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Das ist ja das Schöne in unserer Zusammenarbeit, immer so ein Null-Konkurrenzdenken haben. Ja. Okay, bitte. Ich bin jetzt gerade auf die Leiter geklettert, damit ich so einen Flatshot kriege. Ich finde, das ist immer bei einer Werkstatt oder bei Arbeitsschritten sehr dankbar, wenn man alles aus so einer Vogelperspektive sieht, um wirklich mal so einen grafischeren Blick eigentlich drauf zu geben, was du gerade machst. Deswegen halte ich einfach ganz stumpf die Kamera die ganze Zeit in der gleichen Position über dir und du gehst einfach mal den Arbeitsschritt durch und dann gucke ich am Ende, was ich mir da rauspicke. Genau. Das ist halt auch der Vorteil an so einer Kamera, die ja auch dafür gemacht ist, mal mit einer Hand zu halten. Ne? Ich könnte jetzt keine dicke Filmkamera hier gerade so halten. Ne? Klar geht das alles ein bisschen auf dem Rücken, aber es ist auf jeden Fall möglich. Willst du einfach mal kurz fortfahren mit Film, wie er die nächsten Arbeitsschritte macht? Weil ich habe das Gefühl, du brauchst ja die Dynamik der unmittelbaren Arbeitsschritte mehr als ich bei Foto. Ja. Was man beim Video halt macht, man bewegt sich noch mehr, ne? Während man sucht vielleicht ein bisschen mehr, glaube ich manchmal, weil man halt diese Bewegung noch braucht und eine Abfolge hat. Wieder 3, 2, 1, jetzt. Was ich gerade gemacht habe, ist, dass ich mir mal so ein bisschen Raum gegeben habe, ohne zu viel zu erklären, mal 10 Minuten einfach nur mit Daniel verbracht habe und ein bisschen beobachtend gefilmt habe. Und das ist definitiv fürs Film für mich sehr wichtig, einfach mal passieren zu lassen und dabei vielleicht einen Moment zu sehen, den man wiederholt, aber sonst auch einfach ein bisschen Bilder zu sammeln. Das ist authentisch, er macht sein Ding, ich begleite ihn. Und das sind gerade so die Aufnahmen, die einfach nur entstanden sind beim Mal machen lassen. Putrubelzement. Ja, danke dir. Das finde ich das super, super schön an dem Nikon 3D-Autofokus tatsächlich, dass ich nie den Autofokus-Modus umstelle, nie die Tracking-Felder umstelle. Das ist ja auch echt krass, wie der da mitspringt, ey. Alles. Also ich sag ihm halt jedes Mal einmal nur, ich habe den Autofokus immer nur hinten auf dem AF-On-Button, also nicht auf dem Auslöser. Dann entsteht ja immer dieses zentrale weiße Messfeld. Ja. Und da sage ich nur einmal, ich lock ihn und dann kann ich mich bewegen und fotografieren, wie ich will. Und er kann auf mich zukommen und weggehen. Ja. Ich kann neu komponieren, ich muss nie ein Autofokus-Messfeld verschieben. Wir haben wirklich alles jetzt in diesen warmen Erdtönen. Wir haben nur alte Werkzeuge auf dem Tisch. Und das kleine Licht beleuchtet halt wirklich ziemlich punktuell seine Arbeit hier. Also es war ja auch dein Vorschlag, es einfach ein bisschen laufen zu lassen und einfach mal zu schauen, wenn die Jungs hier arbeiten, was passiert dann wirklich, was sind die Arbeitsschritte? Was möchte man denn hier spezifisch einfangen? Also das ist ja eine Range von dem, was die Werkstatt hier macht. Das ist eine Range von dem, was die Personen hier machen. Also A, diese Facetten abdecken und B, möchte man den Betrachter ja auch nicht langweilen mit den immer gleichen Perspektiven und Bildeinstellungen. Also dann schon die Frage, bei welchen Szenen geht man vielleicht mal richtig nah ran? Wir brauchen Kontext und dann brauchen wir Details und Emotionen. Und die auch im Hinterkopf zu haben, so ein bisschen für sich intern abzuhaken und zu sagen, okay, das habe ich. Das wird nachher auf jeden Fall helfen. Wir haben hier die skurrile Situation. Ich finde es total cool, zu zweit sich so einer Thematik zu nähern. Aber wenn so coole Sachen passieren und wir uns jetzt auch noch darauf beschränkt haben, das mit einer Z9 zu machen, die wir uns hin und her geben,
Dann sitze ich hier und gucke die Sachen an und so, ich muss. Und ich glaube, andersrum ist es genauso. Ein Video ist ja nichts anderes als eine Bildabfolge. Und desto mehr Bilder du in der Sekunde aufnehmen kannst, desto mehr kannst du vielleicht das Video im Nachhinein verlangsamen. Wenn du zum Beispiel 100 Bilder in der Sekunde aufnehmen kannst, dann kannst du das 4-mal verlangsamen. Und bei so Bewegungen wie dem jetzt ist das eine super sinnvolle Sache, weil ich dann vielleicht mal so eine geschmeidige Slow-Motion-Aufnahme machen kann. Was du gleich vielleicht auch mal machen kannst, das ist natürlich ein bisschen inszeniert, aber wenn da wieder sich was angesammelt hast, kannst du auch kurz vorher Bescheid sagen, dass man mal wegpustet oder so ein bisschen wegstreift, damit mal so ein bisschen was fliegt. Wir machen aber tatsächlich, wir pusten öfter, als wir so machen. Ja? Ja, ja, weil wenn immer auf Holz macht man nie so, weil man die Gefahr, dass man sich einen Splitter zieht, ist größer. Ah, okay. Also auch bei der Bandsäge, ja, du pustest immer. Das ist, du machst nie so. 3, 2, 1. Der war schön. Ja, läuft doch. Ich gebe ihm jetzt mal, ich habe jetzt genug Zeit gehabt. Was ich gerade gesehen habe, als die das dort abgehobelt haben, diese Werkbank dahinter ist ja einfach wunderschön. Und ich habe mir das Licht jetzt gerade mal so hingestellt, dass wir ihn frontal beleuchten, aber halt komplett von der Seite grafisch auf diese Werkbank draufgehen. Und der große Bass hier mit seiner spiegelnden Oberfläche bietet mir hier halt noch so einen wunderschönen Vordergrund. Wenn du einfach mal ganz langsam deine Bewegung dort durch ausführen könntest. Das hatten wir ja heute Morgen beim Location Scouting schon angerissen, ne? dass jetzt zum etwas späteren Tag das Licht irgendwann einmal durchkommt. Und Sonnenlicht hat halt die Eigenschaft, wenn es ungefiltert ist durch Wolken, dann ist es ein sehr hartes Licht. Also der Schattenübergang von hell zu dunkel, der ist sehr klein. Das sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt hier die Balken des Fensters, die haben einen ganz starken Schattenwurf jetzt hier auf dem Arbeitsplatz. Das ist natürlich ein schönes grafisches Element. Und entsprechend der Nebel des Raumes, der wird durch hartes Licht auch viel stärker in den Vordergrund treten, als wenn es jetzt das weiche Fensterlicht ist. Ich finde das so toll hier. Wir hatten es ja beim Location Scouting auch schon gesehen und gesagt, aber die ganzen Werkstattlichter hier, also Practicals nennt man sie ja, sind einfach so cool. Wir müssen hier überhaupt nichts beleuchten. Es ist einfach von Haus aus in den feinen Arbeitsschritten sowieso Lichter. Also wenn ich eine komplett formale Aufnahme mache, also in der Grundsituation hier, ne? Also ich bin voll 90 Grad seitlich drauf, das ist ja was sehr Formales. Also in diesem Setting des Formalen liebe ich dann das Chaos. Aber das Auge braucht halt auch so ein bisschen Ruhe braucht es halt. Dieser ganze Prozess, die Verbundenheit mit dem Gerät, mit den Instrumenten, mit den Werkzeugen, mit denen man das bearbeitet, das fand ich so krass. Und da habe ich auch einfach gedacht, das hat einfach so viele Analogien mit dem Fotografieren oder mit dem Film. Weißt du, weil du hast das Endprodukt, das soll sitzen, auf jeden Fall. Mhm. Und du hast die ganzen technischen Fähigkeiten, um dir dabei zu helfen. Aber genauso wichtig ist irgendwie dieser Prozess des Fotografierens, dass wir hier sind. Also alles, was wir heute erleben und wie wir das fotografieren und filmen, ist für mich mindestens 50% dessen, was Fotografie ausmacht. Nicht nur das Endergebnis, nicht nur die 5 Fotos. Mit den Fotos, die wir hier machen, oder mit wahrscheinlich gar keinen Fotos, kann ich die Z9 in irgendeiner Weise fordern oder überfordern. Die kann einfach alles, also muss man so platt sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, kurioserweise, obwohl die halt totaler Overkill ist in diesem Technischen, ist das plötzlich alles so schnell und so unmittelbar, egal ob das der Sucher ist, der Autofokus, das Durchgucken, einfach nur so kleine Mikroschwenks sind unmittelbar. Und das merkst du immer, wenn du auf eine ältere Kamera zurückgehst, dann kommt dir das plötzlich vor, als ob da überall Verzögerungen alles drin ist. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr, sehr unmittelbar dabei und das macht mir sehr viel Freude. Und das ist so ein Aspekt,
ich sag mal, vollkommen unabhängig von Output aller 8K und Pipopo. Es ist einfach das Gefühl beim Fotografieren, dieser Moment, das Erleben dabei. Am Ende muss das Gerät, ist ja dein Werkzeug, es muss funktionieren, um das Bild zu machen, das du machen willst. Das ist der Job. Du bist derjenige, der das dirigiert. Und es muss einfach funktionieren, das ist das Allerwichtigste. Wusch. So, ich habe mir jetzt die Z9 auf das Ronin S aufgeriggt, ein Stabilizer, mit dem ich gleich ein paar Fahrten hier durch die Räume machen möchte. Und das Coole ist halt, dass ich bei der Z9 alle Aufnahmen ja intern machen kann. Also 10-Bit intern, H265, ProRes, 8K, was auch immer mir lieb ist. Und das alles in diesem Setup, ohne noch was anzuschließen, ist halt echt eine geile Kombi. So. Ich mache das einfach, um die Räume jetzt so ein bisschen mal aufzunehmen, mal durchzufahren. Und das weite Bild der Werkstatt, würde ich mal sagen, mit ein bisschen Dynamik, nicht zu schnell, ich werde jetzt nicht durchrennen, aufzunehmen und habe da dieses Hilfsmittel. Und dann lege ich mal los. Jetzt auf Blende 2.8. Ja. Nutzt du den Autofokus dann jetzt hier beim Gimbal, oder? Ich habe ihn jetzt gerade genutzt. Vor allem, wenn ich auf eine Person zugehe, muss die Schärfe ja gezogen werden. Das kann ich ja nicht manuell machen. Ne? Aber an vielen Situationen ist gerade das, was es überhaupt ermöglicht, das alleine zu machen. Mhm. Weil ich finde, der kriegt das schon echt schön flüssig hin. Oder? Definitiv. Also er kennt die ganzen Gesichter etc. Also er weiß so schon ziemlich mit guter Intuition, was du haben willst. Und gerade bei der Z9 hat man beim Autofokus ja noch mehr Möglichkeiten als vorher. Und es funktioniert auch noch einen Ticken schneller. Mhm. Ich habe jetzt gerade diese klassischen weiten Raumaufnahmen gemacht. Und jetzt spiele ich noch mal ein bisschen rum, was so ein Gimbal unter anderem auch ermöglicht, ist so eine Drehung um die eigene Achse. Und ich habe gerade so ein paar Blicke gehabt hier in diese Korridore rein, die Instrumente geben. Und da möchte ich jetzt so eine Drehung rausmachen, um noch so ein bisschen artistische Shots zu machen. Ja. Wir haben jetzt gerade überlegt, dass Vincent mir vielleicht mit ein bisschen Lichtbewegung noch zusätzlich helfen kann. So. Okay. So, dann starte ich also mit meinem Licht hinten und gehe dann die Bewegung mit dir nach vorne. Du musst nur einen Ticken höher, sonst. Okay. 3, 2, 1. Der ist cool, oder? Ja, mega. Das Coole ist ja in diesem Raum, dass hier so unglaublich viele Bässe rumstehen. Also was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, sie alle einfach mal ein bisschen zusammenzustellen, frei im Raum verteilt. Kontextuelles Porträt von Daniel, das heißt, Daniel steht in der Mitte hinten drin und wir haben ein Grid. Das sorgt also einfach dafür, dass das Licht gerichteter runterkommt, also ein bisschen weniger Spill von dem Licht in den Raum kommt. Bisschen Haze im Raum an und die Idee ist jetzt halt einfach, möglichst viel punktuelles Licht auf ihn zu bringen und so, dass er halt umgeben ist von all seinen Instrumenten und dass dieser Raum, die Instrumente und er irgendwie zusammenkommen in einem Bild. Das probieren wir jetzt mal. Etwas höher, Marian, etwas höher. Ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Eben gerade schon bei Kamil ist die Kamera, gesehen, du hattest gerade noch eine Szene gefunden, die sah super, super cool aus. Kannst du mir noch mal kurz zeigen, welche das war? Dann kopiere ich die nämlich einfach ganz dreist. Genau, zeig mir einmal ganz kurz, was du da gemacht hast. Ich glaube, da war Daniel noch einen weiter hinten, oder? Ja, seitlich, Blende runter. Ah ja, cool. Das ist so geil, ne? Wir sind ja hier, ich hatte es vorhin immer nur gesagt, dass wir hier zu zweit hier sind, um Sachen zu sehen, aber es ist ja Quatsch. Wir haben ja auch noch die zwei Filmjungs dabei. Die sehen ja auch einfach alles so, ne? Ich habe jetzt hier also so ein Licht, wo ich halt wirklich seit die andere Gesichtshälfte beleuchte als die ich fotografiere. Das ist also, geht so fast in Richtung einer Silhouette. Aber das Licht kommt gerade noch so rein, dass das Auge Streiflicht abbekommt. Ne? Also das Auge liegt im Dunkeln, aber das Auge leuchtet. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, ist schön. Ich bin gut.
Du willst auch nochmal direkt hier mit ihm? Ich will auch nochmal direkt mit ihm. Okay. Porträts im Video, das ist ja ein ganz anderes Ding, ne? Mhm. Du konntest ihn jetzt sehr komplett inszenieren, hinstellen, verschiedene Blicke machen. Und im Video, finde ich, muss man damit immer ein bisschen dezenter umgehen, aber man kann im Video... Soll ich nochmal neu anfangen? Oder? Das fand ihr gut, ich ne? Ihr fandet das super, ja, ja, ich weiß. Ein Blick in die Kamera darf auch im Video passieren. Dann hat man halt vielleicht eine kleine Bewegung und über eine kurze Zeit kommt der Blick in die Kamera. Also es gibt auch diese Videoporträts. Ne? Ich habe jetzt sogar mal 100 Frames eingestellt, weil wir ja hier nochmal Licht zugeben, kann ich das auch entsprechend belichten mit einer 200stel. Und wenn ich jetzt nur so eine Bewegung mache, ist das in eine Sekunde ist dann ja in Slow Motion direkt 4 Sekunden. Und so kann ich mir jetzt gerade den Gimbal sparen und nur aus der Hüfte quasi eine Fahrt machen. Der permanente Autofokus hat gerade schön für mich mit dem Augenautofokus die Schärfe gezogen. Und das ist in so einer Situation natürlich sehr praktisch, weil ich dann eine Bewegung machen kann und der Fokus auf dem Auge bleibt. Ich bin dir sehr dankbar für das Setting, das du hier gemacht hast. Und was ich vielleicht noch mache, ist hier ein paar Details, wie er mal zupft oder sowas, das Instrument betrachtet, was dann wieder ein bisschen was mehr Situativeres ist. Ja, zupf gerne mal rum. Ja, es ist jetzt hier ein großer Spielplatz, ne? Das ist immer so die Sache, man hat eine Idee im Kopf und meine Idee war, ich möchte hier komplett frontal diesen Raum, deswegen haben wir das hier also hingestellt und ihn da porträtieren. Ja. Habe überhaupt nicht dran gedacht, da hinten hinzugehen, wo Kamil stand. Muss ich mich immer wieder dran erinnern, so ein bisschen loslösen von dem, was man nur im Kopf hat und wenn man die Sachen abgearbeitet hat, einfach auch nochmal rumlaufen und wirklich einfach blind schauen. Ich glaube auch, dass wir uns da unterscheiden. Du hast mehr das Konzept, das Bild schon im Auge. Ich bediene mich ja so ein bisschen mehr aus der Situation heraus. Und ich glaube, deswegen kombinieren wir uns ganz gut, weil das Setting, was du gebaut hättest, hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber andersrum laufe ich immer rum und so wie Kamil auch arbeitet. Ich meine, Kamil ist da auch uns ähnlich, ne, dass man so ein bisschen sucht. Aber es ist interessant, wie das eine aus dem anderen entsteht. Ja. Ist das das Geräusch von der Kaffeemaschine? Wir haben jetzt hier gerade einmal die Rollläden so weit abgedunkelt, sodass wir nur noch das Licht haben und so eine kleine Arbeitslampe von hier. Und die Idee, die ich jetzt einfach mal hatte, ich sprach ja vorhin davon, nur Detailaufnahmen bringen dir nichts, weil dann fühlt sich der Betrachter eingeengt und er möchte ja auch irgendwie verstehen, den Kontext haben, wo sind wir denn hier gerade allgemein. Diese Ecke hier ist, finde ich, einfach die Hauptecke des ganzen Ateliers. Und das ist so dieses super schöne kreative Chaos. Und die wunderschönen Instrumente, wollte ich jetzt mal eins genau in die Mitte stellen, ein bisschen mit einem Porträtlicht beleuchten, dass wir einfach auch mal den Kontext des Raumes haben, eine Raumansicht, einfach nur mit einem Instrument. Und vielleicht später auch noch mit ihm dabei sitzen. Schauen wir mal. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, wo du jetzt den ganzen Raum fotografieren willst und wir die ganze Zeit uns eher in Ecken bewegt haben, wo man ja viel verstecken kann. Da fängt dann so ein bisschen dieses, den Raum noch mal gestalten an, einem fällt mehr auf. Ne? Wenn man den ganzen Raum ablichtet, muss man schon noch mal andere Sachen bedenken. Und das passiert ja gerade so, dass man sich da schon so ein bisschen mal für dieses eine Bild auch dann herrichtet. Ne? Genau, wenn du mit einem Makro oder mit einem Tele in einem ganz engen Bildausschnitt bist, ist es viel, viel einfacher, sich sein kleines Fältchen zurechtzusuchen. Das ist schön und den Rest zu ignorieren. Und jetzt muss das Chaos schön aussehen. Ja, und es gibt ein schönes Chaos. Genau, es gibt ein schönes Chaos und wir wollen das Chaos. Aber wir wollen keine Steckdosenleiste irgendwo sehen. Oder wir wollen kein Mülleimer irgendwo sehen. Es ist so immer so, was Fotografie einem ermöglicht. Einfach so, ja, wenn du Fotograf bist, weißt du, bist hier. Ich wäre hier nicht hingekommen, wir wären hier nicht hingekommen. So. Wir spielen die Instrumente beide nicht. Aber was man jetzt hier auf die Art und Weise erleben darf, ist einfach was sehr, sehr Schönes an Fotografie auch einfach. Thank you.
Hey Daniel, vielen, vielen Dank. Das war mega, mega interessant. Super cool. Also nicht nur hier die schönen Eindrücke des Workshops einzufangen, sondern auch einfach zu sehen, was ihr hier macht und mit welcher Leidenschaft und Hingabe ihr das macht. Das war wirklich, danke, wirklich cool. Vielen Dank dir, ja. Sehr gerne. Wir haben jetzt einen Schlussstrich gemacht. Wir mussten uns ein bisschen bremsen. Wir hätten noch super lang weitermachen können, aber wir beide haben vom Bauchgefühl viel abgedeckt, sehr viel gemacht, sehr viele Settings. Vor allem auch so die Bandbreite von dem, was wir fotografieren wollten, oder? Also inhaltlich, thematisch, die Menschen, die Location, die Instrumente, die Leidenschaft und ja, auch in verschiedenen Einstellungen und Perspektiven. Genau, ich glaube, die Komposition stimmt. Ja, es hat mal wieder riesig Spaß gemacht, mit dir sich die Kamera hin und her zu reichen. Diesmal war es ein bisschen eine Challenge, weil man nur die eine hatte und immer so ja, sich ein bisschen fast drum gerissen hat. Ja. Es war Fluch und Segen, ja, ne? weil wir gezwungen waren, nicht parallel zu arbeiten, sondern einer schaut immer, was der andere ja, macht. Das ist ein Segen, ja, weil du halt wirklich siehst, wirklich, was macht der andere gerade. Und Fluch, weil man häufig so mit so viel Nervosität im Bauch da saß und dachte, so, ich sehe hier gerade was, ich möchte unbedingt auch. Ja. Aber ja, es war super, super spannend, super schön. Ich finde es sowieso immer mega sympathisch, insofern. Gleichfalls. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Dir erstmal viel Spaß auf deiner Weltreise. Jetzt geht's ja nach Nordamerika. Ja. Vielleicht sieht man sich ja sogar da. Wer weiß. Nikon? Listen up. Alles klar. Cool. Jo. Mach's gut. Kommst du mit?